Hallo Leute, hier ist Schwarzmann. Ja, ich war mit dem lieben Reini unterwegs und mit dem lieben Kontrakente. Und Spoiler Alert, der liebe Kontrakente hat was geschafft. Tja, wie soll ich sagen, was man sicherlich in einer Dreier-Divi nicht so oft schafft. Wir sind Top-Tier. Die Gegner sind komplett am Durchdrehen. Die Jungs vom DW-Clan, das waren ernstzunehmende Gegner. Da mussten wir wirklich ja, ein bisschen anstrengen und ein bisschen Glück gehört natürlich auch immer dazu. Aber nichtsdestotrotz war das eine interessante Runde. Vor allen Dingen, noch ein kleiner Spoiler-Alert, meine Lieblings-Divi-Auszeichnung wurde hier erspielt. Ja, Groningen, AK Friesland, ist natürlich jedem ein Begriff. HE 120 mm, 1,6 Sekunden Reload. 10,5% Brandwahrscheinlichkeit, 20 mm Pen, ey, der Schwede, das ist wirklich pfui. Wir haben natürlich auch AP mit 2100, wir haben Wasserbomben, Bomben in einer Ladung 8, die aber nur nach vorne rausgehen hier, das muss man berechnen. Es ist mir auch schon passiert, dass einfach die Wasserbomben nach vorne rauskommen und naja. Was soll ich sagen? Es hat nicht gut geklappt. Ich war auch eine U-Boot. Wir haben eine normale Reparatur. Wir haben den krassen 127 Sekunden Nebel. Wir haben defensives Flakfeuer und wir haben eine sehr starke Hydro. 3, 5 und 5. Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, aber hatte die Friesland eine andere Hydro? Oder sind die genau gleich? Ich glaube, die waren genau gleich, ne? Oder hatte die Friesland 4 und 6 an Hydro? Ich, wie gesagt, weiß es nicht. Ja, ich bin in der Johan de Witt unterwegs. Schönes Schiff, macht mega Spaß. Wir haben super krasse Runden damit gehabt. Alaska. Und wir haben sehr viel Iwami dabei. Georgia, Friedrich der Große, Bismarck, Richelieu, Scharnhorst. Kreuzertechnisch war es sehr wild aufgestellt. Azuma, Sejong, Ataru, auch Haarlem. Ja. Lasst euch überraschen. Kunta nimmt schon mal B ein. Nee, wir hatten kein. Nee, Gegnerteam hat kein Radar. Wir haben nur ein Radar. Nee, Quatsch, wir haben zweimal Radar. Sejong kommt hier. Reini und ich haben gesagt, wir unterstützen ein wenig den RCAP. Und wollen los. Ach, da kommt das U-Boot und DD. Die DDs, glaube ich, war ja immer eine Maß, also Doppelmaß. Und Yugumo, Mars und Yugumo im Gegnerteam und der S-189. Ich ja, habe auch schon mal ein bisschen U-Boot angefangen, aber ich weiß nicht. Der Tago, der Boom-Mann. Es ist natürlich immer leicht im Team zu sagen, wenn man Top-Tier ist, die Low-Tiers haben versagt. Also, aber meistens sind die Low-Tier-Schiffe natürlich sehr weit oben, weil wenn du High-Tier-Schiffe beschießt, kriegst du natürlich mehr XP. Das macht schon mehr Sinn dann. Ja, die Maas ist auf, die hat natürlich sehr große Probleme. Reini, glaube ich, hat Radar gezündelt. Da vorne ist der Ping-Schaum von der S-189. Der wollte das Schlachtschiff, was hinter mir ist, ärgern. Kunta kommt jetzt mit. Wir haben uns hier auch relativ gut abgesprochen. Scharnhorst ist ziemlich dicht. Die Maas ist ziemlich dicht. Will aber wieder weg. Kunta nimmt jetzt einfach den Cap ein. Da ist das U-Boot. Und ich hatte Angst, dass der mich pingen will. Deshalb bin ich da vorgestürmt mit meiner Johan de Witt. Hätte Kunter euch noch mal ein Stück weiter vorfahren kann. Dass er mich mitnebelt, aber ich versuche wieder abzudrehen. Reini macht auch ganz entspannt den Inselverteidiger. Scharnhorst ab hier. Oh, richtig nochmal reingekriegt. Und gleich nochmal erstmal fast das halbe Schiff weg. Aber jetzt beginnen erst die Probleme für die Scharnhorst. Wenn nämlich eine Groningen oder Friesland in ihren 2 Minuten Nebel steht und
dort ist eine Menge am Start, also in der Gegend, dann kann das schon nervenaufreibend sein. Unser U-Boot war auch witzig. Er hatte auch eine gute Idee. Da ist der DD. Und jetzt müsste doch gleich schauen, was kommt. Ist zu. Da ist er wieder. Auf der Entfernung kannst du auch ruhig mal auf AP wechseln. Ja, das macht natürlich mehr Schaden. Unser U-Boot ist ein Rose Light, ist einfach im Nebel stehen geblieben, aber er fährt Gott sei Dank weiter. Ja, da kommt die Mars. Weiter geht's. Wir haben einen Kill, 22.000, 23.000 Schaden. Jetzt wird die arme Mars einfach aus dem Leben gelöscht. Zweiter Kill. Scharnhaus brennt lichterloh. Dritter Kill. Gut, der war jetzt ein bisschen snacky, aber egal, ne? Da kommt die Harlem. Da wir so viel noch in der 1-2er-Linie hatten, haben Reini und ich gesagt, komm, lass uns mal schon mal Richtung B fahren, weil da sind wir halt sehr dünn aufgestellt. Kunde bearbeitet die gegnerische Harlem weiter. Ich schieße auch noch mal drauf. Der ist aber schön meinem Luftschlag ausgewichen. Aber mit der Harlem hast du, mit der Johannes hast du ja zwei. Und der hat, wie ihr seht, ein bisschen besser gesessen. Kunde nutzt auch jede Sekunde aus mit seinem Nebel. Oh, er brennt nochmal der Arme. Und die Brände ticken auch. Sehr schön. Chapayev, ja. Alchemist. Sejong hat die Iwami rausgenommen. Mr. Vippy. Epic. Ach, Vippy schimpft nicht. Ja. Wir bewegen uns langsam Richtung B. Reini geht ein bisschen in die Defensive. Unsere Mars, die da vorne rumschwirrt, hat sicherlich Torpedos reingeworfen Richtung Harugumo und Ataru. Da kommt die Hala mit ihrem Luftschlag. Oh. Gab's noch mal einen kleinen hinterher. Oh, Richelieu hat unser Hawk rausgenommen. Schön, dann brannte die Harlem die ganze Zeit. Vier Kills haben wir, hat Konter jetzt. Ja, wir bringen uns langsam in Gefechtsposition. Dort oben ist halt Richelieu und Azuma noch. Reini steht am Cap. Ich bewege mich langsam zu G6. Und wollte hier die Jungs ein bisschen flankieren. Oh, unsere Mars kriegt richtig einen auf den Deckel. Hugo Naut 21. Ach, Hugo. Ja, Georgia kommt. Eigentlich die perfekte Situation, um wieder zu nebeln, wenn man auf die Minimap guckt. Man sieht, die Azuma kommt zurück. Die Georgia versucht wegzudrehen. Georgia hat gelöscht. Bei Schlachtschiffen kann das Reparaturteam natürlich sehr, sehr lange laufen. Ich glaube, wenn du alles machst, teilweise bis 30 Sekunden. Das würde ich euch auch empfehlen für Schlachtschiffe, besonders wenn ihr so, ja, Nahkampfschlachtschiffe seid oder so. Dann ist das recht okay, wenn ihr denn die ganzen Skills und Module dafür benutzt, damit die Reparaturmannschaft so lange wie möglich hält. Besonders wenn ihr russische Schlachtschiffe habt, wo ihr eine begrenzte Anzahl habt von Reparaturteams. Oder mit den ganzen U-Booten jetzt, ey. Mal gucken. Ah, Kunde hat Krake freigelassen. Da kommt auch schon der nächste Kandidat. Yugumo kommt. Kunde ist geschützt, weil die Hydro am Start ist.
Friedrich der Große kommt. Nochmal Motorausfall an der Yogumo gemacht. Jetzt lassen wir es erstmal abregnen. Wir treffen aber nicht so wirklich. Und der Beach der Arme. Schöne Minimap ziehen. Ich habe meinen Luftschlag drauf. Und er trifft auch noch. Aber die Richelieu kommt immer dichter. Matt kommt vorbei. Oh, nochmal ein Brand gemacht. Sehr gut. Wir haben eine schöne Brandwahrscheinlichkeit. Oh, beide Kanonen nutzen. Richelieu versucht abzuhauen. Richelieu fährt aber in zwei Gegnerschaftschiffe plus hier den Psychokunter in seiner Groning. Das ist natürlich dann schnell vorbei, ne? Aber wie ihr seht auf der Minimap, es kommen auch ein paar neue Kandidaten. Ich und meine Johann de Witt war zu dicht dran an der Friedrich der Große plus Ataru. Das war nicht so gut. Schulter an Schulter. Bismarck hat geregelt. Oh, schon wieder. Ja, da ist die Georgia. Das ist natürlich mutig, weil Georgia Secondary kann auch echt schlimm enden für einen. Ja. Glückwunsch zur Krake, Kunter. Mich haben sie rausgenommen. Wir sind immer noch offen. Das heißt, hier irgendwo schwirrt noch der DD rum. Laut RPF muss er nämlich vor Kunter sein. Und dann müsste eigentlich auch gleich wieder zugehen. Geht nicht zu, das heißt, DD ist direkt in der Nähe. Da ist nämlich die Ataru. Und das ist natürlich ja auch das Todesurteil. Ne? Unterstützer gab es nochmal. Das war Kill Nummer 6. Da ist denn. Da ist der Friedrich. Und die Ataru. Der Buhmann steht auf ganz entspannt an der Insel. Ja, ist leider zu. Ich weiß nicht, wärst du nicht noch an den Friedrich rangekommen? Oh, ein Schlachtschiff. Die Scharnhorst. Aber ist die normale Scharnhorst. Die ist natürlich langsamer. Ja, Kiwi Hunter schießt auf die Scharnhorst. Scharnhorst hat die Seong rausgenommen. Da haben das die DW-Jungs beinahe hier noch richtig gut gemacht. Da ist noch die Tanki-Tüte. Sehr schön. Tanki-Tüte. Oh mein Gott, ey. Ja. Der will aber abhauen. Wir zünden ihn doch bestimmt nochmal an. Oder kommt der Friedrich? Ganz entspannt. Ja, letzten Smoke rein. Bismarck wurde angezündet. Sieht aber aus, als ob er gelöscht hat, ja. Da ist die Ataru. Der Buhmann macht leider einen Fehler. Und jetzt regnet es einfach ab. Sieht so aus, als ob er beacht. Koordinierter Angriff alleine. Oh nein, das war so witzig. Unsere Divi hat koordinierte Angriff gekriegt, aber Kunter war der Einzige, der die ganzen Kills gemacht hat. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, 950.000. Ja, nice. Und 7 Kills, 11 Brände. Ach, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. 2100 Base XP, der nächste hat 1,7. Ja, Sleep Mode. Die DW-Jungs, wie gesagt, lasst mal Liebe da, wenn ihr seht, die haben ganz vernünftig gespielt. Haben auch nicht rumgeweint oder gemotzt. Also das ist ja auch schon mal viel wert. Das sind 885.000 netto.
Und war trotzdem eine schöne Runde. Aber wirklich hier koordinierter Angriff ganz alleine in der Divi. Okay, Leute, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.